Ja, herzlich willkommen hier zurück bei mir auf dem Kanal und zu einer neuen Folge von Dark Souls 3. Ich bin nochmal zurückgelaufen, beziehungsweise habe mich hier nochmal zurückgeportet. Wir haben ja hier noch dieses Ding, diesen Text. Und da oben ist ein Schacht, das ist mir auch erst aufgefallen, nachdem ich hier ein bisschen rumgelaufen bin. Ich habe dann mal mit, hab ja dann auch aufgerufen dazu, dass mir der ein oder andere vielleicht mal dazu was schreibt. Da wurde mir dann auch was zugeschrieben. Dann habe ich mir das mal im Internet angeguckt, weil es mir irgendwie konnte mir da keiner so richtig was zu sagen. Und es ist tatsächlich ein bisschen crazy, wie man da hinkommt, beziehungsweise wie man das Ganze schaffen kann. Es gibt nämlich hier diesen Gegenstand, junger weißer Zweig. Und mit diesem jungen weißen Zweig kann man sich in etwas verwandeln. Wir versuchen das jetzt mal. Verwandeln, um in Umgebung einzuführen. So. Und was mir auch gesagt worden ist, dass man dafür einen bestimmten Punkt braucht im Spiel. Und diesen Punkt wollte ich jetzt mal auch schauen, ob ich das hier gemanagt bekomme. Oder ob ich den finde. Weil, woran ich mich erinnert habe in Dark Souls 1. Moment, lass mich mal gerade diesen Typen hier legen. So. In Dark Souls 1 gab es ja auch ganz viel Menschlichkeit im DLC unten, wenn man gegen Margust kämpft. Und da standen teilweise diese Menschlichkeiten ein Stück weit im Sumpf oder im Wasser. Und jetzt würde ich das gerne hier mal ausprobieren. Das hat nicht geklappt. Haha, wer sagt's denn? Es hat geklappt. So, und jetzt. Oh, fuck. Das war dumm. Das war richtig dumm. Ich hoffe, das klappt jetzt nochmal. Natürlich nicht. Verdammt, scheiße. So, jetzt hat es nochmal geklappt. Und jetzt am besten gar nichts drücken, einfach nur dahin zurückgehen. Weil jetzt sind wir eine Menschlichkeit, so wie sie in Dark Souls 1 dargestellt wurde. Und das hatte mich nämlich verwirrt, weil in Dark Souls 3 gibt es dieses Symbol so eigentlich gar nicht. Es gibt ja hier nur Glut. Aber diesen Geist der Menschlichkeit, den gibt es in Dark Souls 1. Und mit diesem Geist gehen wir jetzt auf jeden Fall mal hier oben vor dieses Ding und schauen, was dann passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass da oben was aus diesem. Ah ja, alles klar. So, damit haben wir das auf jeden Fall schon mal gelöst. Dann gehen wir mal da hoch und schauen nach, was da abgeht. Bin auf jeden Fall gespannt und heiß drauf. Was ich nämlich auch gelesen habe, ist, was mich gewundert hat, ist, wir haben ja diesen einen Ritter nicht mehr wieder getroffen. Wie hieß der nochmal? Ich habe ihn vergessen. Der Kerl, der nach dieser Erleuchtung sucht, um wieder zu wissen, wer er selber ist. Und da ist mir aufgefallen, dass wir den gar nicht mehr wiedergesehen haben. Und ja, Fakt an der Geschichte ist natürlich, dass man den nur wieder trifft, wenn man das hier gemacht hat. Also, wenn man hier diesen Weg eingeschlagen ist. Ansonsten kann man den nicht mehr wiedersehen. Und wir müssen hier runter droppen, ansonsten kommen wir hier nicht weiter. So, dann schauen wir mal. Oha. Okay. Alter, was passiert denn? Mann! Er lässt sich aber auch Zeit, ey. Da ist ein zweiter von den Ringed Knight. Worauf habe ich mich hier bitte eingelassen schon wieder? Ja, ist Feierabend. Okay, also das müssen wir anders angehen. Das funktioniert so schon mal gar nicht. Es ist auch irgendwie extrem laut gerade.
So, jetzt habe ich eine ordentliche Lautstärke. So, gut, dass die nicht verschwindet. Das heißt, die bleibt. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir den ersten Ringed Knight, der da ankommt, erstmal isolieren, sodass wir den alleine killen. Auch wenn dadurch unsere, die Plattform, auf der wir dann arbeiten müssen oder mit dem kämpfen müssen, deutlich kleiner wird. Aber ich habe keine Lust, da mich mit zwei anzulegen. Mein Gott, wie lang ist diese scheiß Treppe? Leiter, Entschuldigung. So, endlich. So, gut, dann einmal nochmal hier rein. So, dann komm mal her, mein Freund. So, und jetzt bleibe ich mit dir hier hinten in der Ecke. So, das war Nummer 1. Und jetzt haben wir da ja noch einen zweiten, habe ich gesehen, ne? Wo sitzt dieser Riesentyp? Okay, wartet mal, das müssen wir jetzt als erstes machen. Nein, nicht schon wieder die Typen, nein! Das gibt's doch nicht. Um Gottes Willen, ey. Also das wird noch eine harte Kiste, da durchzukommen. Das Problem ist, wenn wir den großen einmal gelegt haben, dürfen wir da nicht sterben danach, weil ich glaube, dass der dann nachspawnt. Es wurde mir in einem Kommentar nämlich auch mitgeteilt, dass die nachspawnen, die Typen. Aber ich will das hier unbedingt schaffen, weil wir dann diese Questlinie mit dem Typen weitermachen können. Ich meine, man könnte natürlich an all dem Kram vorbeilaufen, das wäre jetzt auch nicht das Problem. Aber da habe ich eigentlich keine Lust zu. Also ich würde das schon gerne jetzt schaffen wollen. So, jetzt haben wir zumindest einen Schlag frei. Ich hoffe nicht, dass da jetzt irgendwie uns einer wieder spawnt, der uns da böse an den Karren fährt. Die Glut hätten wir schon mal zurückbekommen. Dann heilen wir uns mal. Ja, und jetzt ist das Problem. Da ist der andere. Gerade sagen, den Jump machst du nicht, ey. Ach krass. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass man ihn so gebacksteppt bekommt. So, jetzt trinken wir mal. Und dann müssen wir hoffen, dass wir ihm jetzt, dass wir den Typen da jetzt gekriegen.
So. Das war gar nicht so schwer, wie ich dachte. Wo kam das denn jetzt noch her? Da stampft irgendwo noch so ein Ringed Knight rum. Das ist aber nicht hier. Ach nee, ach krass, hier sind wir jetzt wieder, okay. Okay, hier ist aber sonst nichts, ne? Nein, es gibt nur diesen einen Weg da hinten runter. Und das ist es dann, gut. Das heißt, verlaufen ist hier jetzt auch nicht so wirklich angesagt. So, und jetzt dürfen wir auf keinen Fall sterben. Weil das wäre richtig fatal. So, also da unten waren wir ja schon, ne? Ja, da waren wir schon. Bedeutet, wir müssen uns hier runter droppen lassen. Denke ich mal, oder? Mal gerade noch mal sicher gehen. Das ist diese zweite Brücke, auf die wir nicht gekommen sind. Deswegen ist da hinten auch das Item noch. Das ist die erste Brücke. Okay, dann sind wir hier richtig. Gut. Ich sehe da unten sonst auch keinen Gegner. Okay. Gab jetzt... Ach, da ist doch eine... Da ist ja eine Leiter, die habe ich ja gar nicht gesehen. So, hier ist jetzt auch so nichts. Wo ich jetzt dahin laufe, gehe ich erstmal da hinten hin, weil da lag auch noch ein Item. Drachenkopfschild, das ist das kleine, oder? Ich glaube, hier unten waren wir auch noch nicht, oder? Wisst ihr was? Dem geben wir direkt mal einen Kopf. Haha. So, jetzt gehen wir erstmal in die andere Richtung. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir hier unten auch noch nicht waren. Da hinten ist nämlich auch noch ein Crystal Lizard. Wartet mal gerade, lass schon mal was gucken. Könnte möglich sein, dass das da hinten die Stelle war, wo wir anfänglich die Treppe hoch, die Leiter hochgeklettert sind. Aber so hart aufs Maul bekommen haben, dass wir da keinen Bock mehr drauf hatten. Was ist das? Am Monument der Reinigung beten. Vergebung erbitten, Läuterung erbitten. Das lassen wir mal bleiben. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Okay, hier ist aber ansonsten nichts. Hier ist auf jeden Fall ein Monument und da hinten ist noch eine Tür. Und hier unter uns ist der Lizard, genau. Ah, seht ihr, da vorne ist nämlich jetzt direkt über meinem Helm ist eine Leiter und ich glaube, das ist diese Leiter, die vom Sumpf hier hochführt. Und kann man dann da hinten runter droppen und da hochlaufen? Aber was ist da oben? Das wäre tatsächlich nochmal nett herauszufinden oder eine gute Sache, wo man sagen kann, okay, da hat man nochmal was gecheckt. So, das Monument. Da unten ist ein Ringed Knight. Da ist noch einer. In dieses Gebäude scheint es aber auch nicht hineinzugehen. Aber da vorne geht es noch irgendwo hin und da ist auch ein Item. Da unten ist noch dieser Typ. Dem geben wir jetzt direkt einen mit. So.
Alter Schwede, dieses Level ist so verzwickt und verzwackt, dass man kaum weiß, wo man am besten als erstes hinrennt. Jetzt bewegen sich die Ringed Knights auch. Jetzt müssen wir. Ach, guck an, hier ist der Typ. Goldener Schlangenring plus 3. Gefallene Gegner hinterlassen eher Gegenstände. Okay, das ist natürlich cool. Oh, how goes things? I can't find the purging monument. What if it was never here in the first place? Oh, bloody hell. Ach krass, das ist das, was er sucht, okay? Are you certain of that? No. Sorry, thank you. It won't be long now before I know who I was. What I and I'll have you to thank for it. Ah, I swear upon my birth name that I am your friend. No matter if you would do me the honor, allow me to be. Ja, also wir erlauben dir. Also wir erlauben dir ja gerne, unser Freund zu bleiben, aber ich glaube, du wirst uns von dir aus irgendwann ein Messer in den Rücken jagen wollen, weil du uns nicht mehr leiden kannst dann. So, da unten ist auch ein Ringed Knight, da vorne ist diese Brücke, da hinten ist der Lizard. Den Lizard hätte ich eigentlich gerne noch, weil bisher war es hier immer so. Bisher war es immer so, dass wir hier bei einem Lizard immer einen Funkeltitaniten bekommen haben. Ehrlich gesagt möchte ich mit dir hier auf diesem engen Scheiß nicht kämpfen, aber es bleibt mir, glaube ich, nichts anderes übrig. Haut der uns die gesamte Ausdauer runter, Alter. Mit diesem Move. Alter, was bist du für ein Freak, ey? Ja, fall da runter, dann brauche ich dich nicht mehr zu bekämpfen. So, das... So, oh oh. Tschö. Sehr gut, Funkeltitanit. So, und hier habe ich wenigstens ein bisschen Platz für dich, mein Freund. Da komm mal her. So. Nicht nochmal! Nein. Alter, was bist du für ein Penner, ey? Hast du dich jetzt ausgeballert mit deinem komischen Schild? Hau rein, Junge. Meine Fresse. Anstrengender Typ. So, was wir jetzt aber wie gesagt noch nicht gecheckt haben, ist da oben das. Das würde ich mir gerne angucken. Und da kommt man anscheinend nur hin, wenn man hier durchrennt. Okay, gucken wir da mal rein. Ich hoffe nicht, dass uns da jetzt der Tod auf Erden wartet. Auf uns. Was hat der für eine Keule, ey? Ja, gestunt ist es bei dir nicht, ne?
Alter, das gibt's doch nicht. Das ist heftig, das Teil, was er da hat. Ah, verdammt! Ach, genau. Ja, Stun ist bei dir nicht, ne? Also, sowas nervt mich ja, ne? Ey, da fragst du dich, was das hier ist? Das gibt's doch nicht. Also, was ist das bitte für ein Moveset mit diesem Hammer, Alter? Das ist doch einfach nur krank. Jetzt muss ich den ganzen Bums da hinten runter nochmal machen? Nur weil da so ein Ding einfällt, was dir auf den Keks geht. Vor allem, ich kann bis heute nicht unterscheiden, ob das jetzt ein KI oder nicht KI ist. Also ich bin da einfach zu blöd für. Finstergeist, keine Ahnung, eingefallen heißt für mich in der Regel immer so. Aber der Typ hat jetzt echt krass gekämpft. Aber ich glaube, es war ein KI-Invasor. Ist halt die Frage, was droppt er, wenn man ihn bekämpft? Also wenn er seinen Hammer fallen lässt, dann aber hallo, ey. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ach, jetzt bin ich auf der falschen Seite runtergejumpt. Och, nö. Ja, ne? Ärgerlich. Ich meine, jetzt ohne Glut wird da eh keiner mehr einfallen. Kann er ja nicht. Aber das ist natürlich jetzt eine ärgerliche Kiste, weil da liegen jetzt auch wieder fast 50.000 Seelen. Das ist schon ein bisschen doof gelaufen jetzt. Aber immerhin haben wir die Questreihe weitermachen können. Und wie gesagt, ich würde gerne schon wissen, was da oben auf uns wartet. Oder ob es da noch irgendwie ein Item gibt, was man gut brauchen kann. Ich habe keine Ahnung. Was mich jetzt gerade wundert, ist, warum ich 1320 Seelen habe. Wir sind noch direkt... Ah nee, stimmt. Wir sind nicht gestorben. Wir sind ja vom Leuchtfeuer aus. Jetzt haben wir uns da zurückgebeamt. Ja, also das ist jetzt wirklich blöd gelaufen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da schnell wieder hinkommen. Okay, dieses Mal könnte es aber gut klappen, dass wir diesem Typen da hinten nicht über den Weg laufen, wenn der nämlich jetzt im Moment... Och, nö! Ja, ich sag's euch, Leute, dieses Spiel kann einen wirklich echt an den Rand seiner, der eigenen Lustbarkeit führen, was... Spiel, also was Dark Souls angeht. Also es gibt Tage, da macht mir das wirklich keinen Spaß, das hier zu zeigen und zu machen. Und so einer ist halt heute. Also diese Folge, die nervt mich gerade. Weil, also dieses ganze DLC nervt mich ungemein, weil es ist halt einfach sowas von übelst schwer. Und wenn du keine Ahnung hast, worauf du dich hier einlässt und das hier halt im YouTube machst, also im YouTube Let's Play, und es ist blind, das sieht man ja hoffentlich, weil jemand, der das hier schon dreimal durchgespielt hat, der weiß, was er tut, der weiß auch, dass man da vorne nicht runterspringen kann. Und dementsprechend ist das schon sehr frustrierend, muss ich sagen. Der hat sogar bis Reichweite bis dahin, okay. Ist natürlich krass. So, was mich jetzt mal interessiert ist,
Kann man da auch nicht rüberspringen? Doch, ein Jump müsste gehen. Versuchen wir es. Mehr als 1300 Seelen verlieren können wir nicht. Ha! Ich meine, man hätte es auch deutlich einfacher haben können, hier hinzukommen. Man hätte einfach davor in die Leiter hochklettern müssen. Also, da wo dich... Was? Wir haben doch... Also der Typ kommt immer, ja? Okay, den brauche ich... Ach toll, das geht nicht mehr. Jetzt muss ich mich echt konzentrieren. Okay, das ist also ein KI-Invasor, der immer kommt. Das heißt, wir haben jetzt hier ein richtiges Problem. Aber Moment mal gerade. Ich würde gerne für ihn eine andere Waffe nutzen wollen. Jetzt kommt er uns hier hinterher gelatscht, ey. Da hast du aber nicht mit gerechnet, ne? So, weg hier. Lauf, du Idiot! Ach, da trifft man die noch nicht mal mit. Also, das ist auch... Dass du ihn nicht gestaggert bekommst, gestunt bekommst in dem Moment, ne? Das ist echt Arsch. Und ich habe ja jetzt auch keinen kleinen Dolch in der Hand, ne? Also, es ist... Diese Waffe ist einfach brutal krank. Ja, es ist echt. Boah. 20.000 Seelen und den Großhammer, Alter. Was ist das für eine kranke Waffe, bitte? 60 Stärke, das Ding braucht mehr als das Foom-Ding, ey. Skaliert auf B. Wie asozial, Alter, wie asozial. Hat ein Gewicht von 30. Ah. Der Großhammer des Silberrittes Ledo. Ledos Hammer ist die schwerste Waffe, die von den Rittern von Anno Londo geführt wurde. Ledo ist ein Exzentriker, der die Randgebiete bereiste, wurde ein enger Freund des Riesen und von Havel dem Fels. Fertigkeit. Steinanrufung. Der wirbelnde Stahlhammer zieht Steine an und erzeugt mit einem schweren Angriff erderschütternden Schlag, der die Steine mit einer Schockwelle durch die Luft schleudert. Was für ein krankes Teil, ey. Und er kommt vor allem immer, ne? Es ist egal, ob du hier eine Glut drin hast oder nicht. Er kommt einfach. Brocken 2 und das war's. Mehr gibt's hier nicht. Es gibt hier nur diesen Typen. Und das war's, der seinen Hammer fallen lässt und einem 20.000 Seelen gibt. Ich meine, das ist das Einzige, wo ich sage, gut, das hat sich jetzt einigermaßen gelohnt, hier nochmal hinzukommen. Aber wir haben wieder einmal 50.000 Seelen verloren. Hätten wir jetzt die 20 hier von dem hier noch behalten oder noch bekommen, ja, hätten wir jetzt ein Level up. Aber das haben wir nicht. So, wie viele Seelencontainer haben wir denn? 2, okay, sogar einen recht guten, aber da kommen wir nicht auf die 20.000 Seelen. So, das heißt, wir müssen jetzt hier hin. Nee, innerer Ringwall, Mausoleumswacht. Nee, innerer Ringwall ist das, ne? Da müssen wir, glaube ich, hin. Ja. Unter anderem wurde mir auch von euch geschrieben, dass wir den Drachen auf jeden Fall hier machen sollten oder es versuchen sollten, ihn wegzuhauen,
weil derjenige wollte mich nicht spoilern, aber das hätte wohl irgendeinen Vorteil. Ich habe keine Ahnung was, aber es gibt halt da irgendwas, was uns da einen Vorteil erbringt. Und dementsprechend sollten wir das auf jeden Fall versuchen, ihn dann doch zu legen. Da geht es dann auch weiter. Ja, aber den ersten Boss, den wir dann ja noch hätten, wäre ja dann noch in diesem scheinbaren Wandgedingel gewesen. Das ist, glaube ich, wo war das denn jetzt nochmal? Also hier geht es ja runter in den einen Raum. Genau, da ist diese blöde Schildkröte, die uns im Netz gewonnen hätte, hat. Aber wir hatten ja auch noch irgendwo diesen Bossraum, ne? Ach, stimmt. Das war, wenn wir hier mit dem Aufzug auf der Hälfte rausspringen. Da würde ich dann als erstes nochmal hingehen, bevor wir uns mit dem Kerl da oben anlegen. Gut, als erstes würde jetzt auf jeden Fall als nächstes nochmal der Versuch mit dem Drachen folgen. Da legen wir natürlich erstmal dieses Schild hier an. Ne, das hier oben. Ja, was hat das hier eigentlich für Feuer 90? Okay. Können wir aber nicht tragen, weil uns ein Level auf Intelligenz, nee, uns fehlen ein paar Level auf Intelligenz. Hätte auch ein Punkt mehr, aber gut. Das hier hat auch 90 im Übrigen. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, wir werden das auf jeden Fall nächste Runde dann nochmal versuchen, gegen den Drachen anzutreten. Danke euch fürs Zugucken, auch wenn es mal wieder ein bisschen Abfuck war. wenn ihr neu dazugekommen seid, lasst ein Abo da, haut einen Kommentar raus, lasst ein Like da. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem, was ich hier zeige. Und alle, die sowieso schon supporten, danke an euch, ne? Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dahin, ciao.